Irgendwas ist schiefgelaufen, oder nicht? Was ist passiert? Ja, also, da war dieser Turm. Dieser Missgriff von Daniel, also. Das sind grauenhafte Neuigkeiten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen, erst einmal hierher zurückzukehren. Alles andere wäre zu riskant gewesen. Wir müssen Vorsicht walten lassen. Oder wir bringen Nidana und die anderen Gefangenen unnötig in Gefahr. Als erstes müssen wir Estinien und Orion Jail sowie die anderen Alchemisten über Nidanas Schicksal informieren. Ich werde eine Versammlung einberufen. Allerdings fürchte ich, dass dir die Aufgabe zufallen wird, die schlechte Nachricht zu überbringen. Ja, natürlich. Wie immer sonst. Ja, solltest du sonst machen. Oh, arme Nidana. Bitte verrate uns eins. Ist Nidana noch am Leben? Wisst ihr das? Ja, sozusagen lebst du noch, ja. Dann müssen wir so viele Seelenwächter wie möglich produzieren. Hat sie ja letztendlich auch nicht gedacht. Der Prototyp funktioniert. Das wissen wir nun, dank Nidana und unserem mutigen Gast. Deshalb müssen wir noch mehr Talismane produzieren, damit Nidana und alle, die im Turm gefangen sind, befreit werden können. Jawohl, das ist unser Anteil am Kampf und die Freiheit unserer Brüder und Schwestern. Verehrte Freunde, bitte entschuldigt die Verspätung. Der Magistrat wurde über die tragischen Geschehnisse informiert. Ich soll euch sein tiefstes Bedauern zum Ausdruck bringen. Er versichert, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um euch zu unterstützen. Er hat mir diese Kontaktperle überreicht, damit er persönlich die Produktion der Seelenwächter mit euch besprechen kann. Und für unsere Gäste aus Eosea habe ich eine Einladung. In dem Bericht an den Magistrat lobte Nidana eure Unterstützung bei der Herstellung des Prototypen, den höchsten Tönen. Sie ging so weit zu sagen, dass es ohne eure Hilfe vielleicht unmöglich gewesen wäre, ihn fertigzustellen. Der Magistrat wünscht daher, euch seine Anerkennung und Dankbarkeit persönlich auszusprechen. Außerdem möchte er euch einen Vorschlag unterbreiten, um auf eine zukünftige Kooperation hinzuarbeiten. Dürfte ich euch bitten, mich nun zu der Resistenz des Magistrats in Ras Hat Hahn zu begleiten? Es wäre uns eine große Ehre, eine engere Zusammenarbeit in dem Sinne aller. Denn es ist entschieden, die Tore von Ras Hat Hahn, liegen östlich des Gallenerzfeldes, oh Gott, werde euch in der Stadt zur Residenz des Magiers geleiten. Das ist jetzt nach da ganz hinten. Ja gut, da kann ich einen Abstecher da einmal kurz hinmachen. Für Windederquelle. Aber nur einen ganz kleinen Mini-Abstecher. Liegt jetzt zwar nur so halb auf dem Weg, aber das schon. Ja, ich gehe mal voraus, dass wir hier nicht so wirklich rüberkommen, oder? Na, wer weiß, was hier hinter ist. Kann auch sein, dass wir da rüberkommen. Wir werden das herausfinden. Aber ich wüsste halt zumindest gern mal, ne, wie viel es gibt. So viel Zeit muss sein. Ah, okay, das ist hier oben. Ja gut, da kommen wir von hier aus nicht weg. Noch nicht, jedenfalls. Dann, wir springen runter. Ja.
dass da unten sieht so schön aus. Ich bin noch da unten. Jetzt springe ich doch einfach gleich runter. Zum Versuch ist. Nee, scheint wohl nicht zu klappen. Haben schon andere versucht. Okay. Also den weiten Weg drumherum. Wäre ja auch zu einfach. Nein. Ich habe auch die erste Vendetta gefunden. Es gibt jetzt aber scheinbar mehr Story-Dinger? Nee. Nee. Das sind die, die man suchen muss. Das andere sind die Dinger. Oh Gott. Oh. Mehr ging nicht. Ja. Eine von Hunderten. Gefühlt. Ei. Da ist ein blaues Fass hinter mir. Ah, da vorne. Schicke Brücke. Wie ich sehe, sind wir ja vollzählig. Dann lass uns voranschreiten. Aufgrund der Bedrohung durch den Turm befindet sich die Stadt zurzeit unter Waffen und der Zugang wird streng kontrolliert. Okay. Auch wenn ich über eine Sondergenehmigung für euch verfüge, möchte ich euch bitten, an meiner Seite zu bleiben. Wie ein Greifvogel sich in seinen Horst krallt, so klammert sich auch Razatan an den höchsten Gipfel Tavners. Von dort starrt er hinab, jener Wächter mit der Götter wahrem Blick. Man sagt, er lüfte jede Tücke Schleier.
Schreitet man durch die steinernen Pforten, so spürt man ihn auf sich. Heiß wie die Winde der Insel selbst brennt er sich in die Seele. Die Stimmen der Marktschreier mischen sich mit den Klängen der Zimbel, untermalt von Räucherwerk und Ofenduft. Und letztlich lockt das schwindelerregende Farbspiel magischer Gassen die bereits betörten Sinne. Doch was sieht der wahre Blick nun in jenen bangen Stunden? Dies ist der Megaduta-Tempel, die Residenz unseres verehrten Magistrats. Ich würde euch gerne eine angemessene Rundführung bieten. Es ist ein beeindruckender Ort. Aber angesichts der Umstände... Ist schon gut. Das Bestaunen der Sehenswürdigkeiten heben wir uns für später auf. Ich danke für euer Verständnis. Nun denn. Exzellenz, die Gäste. Ah, es freut mich, dass ihr so rasch kommen konntet. Gestatten, mein Name lautet Ahevan. Ich bin der Magistrat. Die Alchemisten von Demirs Werk berichteten mir bereits von eurer tatkräftigen Hilfe bei der Schaffung des Seelenwächters. Ein wahrhaftiger Hoffnungsschimmer. Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Ja, mir wurde eben davon berichtet. Ihre Kollegen haben mich gebeten, in ihrem Sinne zu handeln und die Seelenwächter umfassend zum Einsatz zu bringen. Nur so wird es uns möglich sein, Sie und Ihre Leidensgenossen zu retten. Und genau das ist der Punkt, den ich mit euch besprechen möchte. Bitte, setzt euch doch. Dies ist keine Angelegenheit, die man stehend diskutieren sollte. Wartet. Dachtet ihr wirklich, wir würden auf eine derartige Täuschung hereinfallen? Es ist an der Zeit, den Vorhang zu lüften. Meint ihr nicht auch? Ich bin mir nicht sicher, was ihr meint. Oh, vermutlich seid ihr pompösere Audienzen gewohnt. Gerne hätte ich eure Ankunft mit Tanz und Musik gewürdigt, doch angesichts... Nein, ihr habt völlig recht. Verzeiht mir das Gaukelspiel. Es bedarf hier keines Vorhangs. Wie ihr wünscht. Ihr weist euch als Verbündete von Valdesions Gelehrten aus. Doch steht nun nicht der Bund der Morgenröte vor mir?
Euer Ruf eilt euch voraus, selbst bis nach Tavner. Unbedingt merken, wie man so spricht. Gott, das merke ich mir doch nicht. Rutra. Rutra? Drachi! Mit einem sehr komischen Horn auf der Nase. Vritra, Bruder Resvelgas und Nitox. Einer der sieben hohen Drachen höchst selbst. Mhm. Und Sohn des Midgard-Sommer für wahr. Midgard-Sommer! Ich entstieg meinem Ei als letzter, als meine Geschwister bereits ihre Schwingen entfaltet haben. Oh, Drachi! Somit bin ich der Jüngste. Wir haben einen neuen Drachi. Wobei, na gut, ihn kann man ja wirklich als Drachi bezeichnen. Dass der Magistrat einen Drachen an seiner Seite hat. Aber dass es gleich ein hoher Drache ist. Well. Nope. Oh Gott. Einmal komplett rausgetappt. Auch das entspricht nicht der ganzen Wahrheit. Erlaubt mir, euch die Geschichte Razzatans zu erzählen. Vor Urzeiten lebte der ehrenwerte Vritra allein auf eben jenem Gipfel, auf dem Razzatan gebaut ist. Als die Ahnen der Matanga Fuß auf diese Insel setzten, ließen sie sich zwar nieder und blieben, drangen aber niemals in das Nest des Hohen Drachen ein. Die Aura, die wenig später folgten, verbündeten sich mit den Akasodara und taten es ihnen gleich. Auch sie begannen, dem Hohen Drachen ihren Respekt zu erweisen. So knüpften meine Ahnen ein enges Band der Harmonie mit dem ehrenwerten Vritra. Doch dann setzten die Churan vom Festland über und alles änderte sich. Als das Blut zu fließen begann, schritt Vritra ein. Unter seiner Führung wurde ein Friedensabkommen geschlossen, geschworen auf den Hohen Drachen höchst selbst. Dies ist der Grundstein, auf dem Razzatan gebaut ist. Das Land des Drachen. Der eigentliche Magistrat ist also Vritra selbst? Ganz recht. Meine Familie steht seit Generationen in seinen Diensten, das Scheinamt bekleidend. Kaum ein Geschöpf ist mächtiger als ein Drache. Und wo Macht weilt, dort wird Blut vergossen. Doch es soll nicht meine Flamme sein, in der dieses Land vergeht. So bat ich die Gründer von einst, einen Schleier über die Wahrheit zu legen. Euch fehlt ein Auge. Noch so ein augenloser Kollege. Es fehlt nicht. Es wohnt allein diesem Körper inne. Nett. Eine Marionette, geboren aus Razzatans feinster Handwerkskunst. Verschmolzen mit meinem Auge fungiert sie als mein zweites Ich. Ah, deswegen spürte ich also die Anwesenheit eines Drachen, als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin. Euer Scharfsinn ehrt euch. Die Bauweise der Marionette selbst ist darauf ausgelegt, meine Präsenz zu verschleiern. Aber es sollte mich auch nicht verwundern. Ihr wart lange eins mit meinem Bruder, Estinien vom Drachenblut. Wir beide waren uns der Wahrheit von Beginn an gewahr. Und doch begegneten wir einander weder mit Fang noch mit Klaue. Der Raum wird einfach nicht warm, ne? Dies soll uns als Grundlage gereichen. Louis zieht die Jacke doch gleich wieder an. Es ist so arschkalt hier unten. Die Heizung ist auf 29. Sind, will ich euch einen Handel anbieten. Nicht als hoher Drache, also sondern als Magister. Alter, ist die Jacke kalt. Ich brauche eine Fußheizung. Wir gedenken, die Seelenwächter so rasch wie möglich zum Einsatz zu bringen, um den Turm von Sott zu erkunden und bestenfalls sogleich einzunehmen. Doch selbst wenn uns die Talismane ausreichend Schutz verleihen, vermag nur eine begrenzte Zahl an Soldaten ins Innere des Turmes zu dringen.
Das ist der Enge der Räumlichkeiten geschuldet. Leider, ja. Demnach gedenkt ihr, einen kleinen Trupp aus den fähigsten Streitern zu entsenden? Wahrscheinlich. In der Tat. Unser Himmelsheer ist stolz auf die Künste seiner Krieger. Doch für sie ist dies unbekanntes Terrain. Und gerade jetzt gilt es, jegliches unnötige Wagnis zu vermeiden. Ich bin mir eurer Taten bewusst. Ihr habt schon gegen unzählige Primae den Sieg errungen. Erst kürzlich zwangt ihr die falschen Götzen von Pageltan und der Kartenoer Heide in die Knie, nicht wahr? Es sind jene Siege und mein ganz eigener Eindruck, den ich mir als Varshan von euch machen durfte, der mich nun diese Bitte an euch richten lässt. Führt jene Expedition an. Selbstredend werde ich euch zu diesem Zweck Seelenwächter zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sollt ihr weitere Talismane erhalten, die ihr dort einsetzen könnt, wo sie euch am nützlichsten erscheinen. Das wird nicht ungefährlich, aber das Angebot ist zu gut, um es auszuschlagen. Es wäre im Kampf gegen die Türme und die dunklen Primae von enormem Vorteil, wenn wir die Stadtstaaten und Völker mit Seelenwächtern ausstatten könnten. Trotzdem, nur zu viert will ich diese Sache eigentlich nicht angehen. Haben wir Zeit, vorerst zurückzukehren und uns mit dem Rest des Bundes zu besprechen? Nur zu? Ich bin mir bewusst, um welch eminenten Gefallen ich euch bitte. Nehmt euch Zeit. Diese Entscheidung sollte nicht leichtsinnig getroffen werden. Und uns gibt es Gelegenheit, weitere Seelenwächter zu fertigen. Zurück nach Al-Shalayan also. Auf eure Hilfe dürfen wir etwa nicht zählen? Eure Worte haben mir bewiesen, dass euch das Wohl der Bevölkerung am Herzen liegt. Aber abgesehen davon, ich könnte doch ein Angebot des Magistrats von Razatan niemals ausschlagen. Ich stehe wahrhaftig in eurer Schuld. Jo. Hallo, Tancred. Das Treffen hat eine überraschende Wendung genommen, aber wenigstens wissen wir jetzt, was zu tun ist. Begeben wir uns so schnell wie möglich zurück nach Shalayan und entscheiden über eine Strategie für die Erstürmung des Turms. Aber bevor ich es vergesse, wir sollten uns besser alle mit dem Eteriten hier harmonisieren. Wir wollen kein zweites Mal den anderen Weg nehmen. Ja, wenn man... dann da rein. Das ist die größere Frage, ne? Die größere Frage, wie harmonisiere ich mich hier, wenn ich reinkomme? Ja, gar nicht. Ja, okay. Gut. Dann also wieder zurück. Müssen wir dann halt später nochmal zurücklaufen.
wieder zurück. Zivilisierten Gefilden. Puh, gerade noch in tropischen Tavernier und nun zurück im kühlen Chalayan. Er wirkt jetzt nicht ohne, aber pass auf, dass du dir in den frischen Brise nicht den Tod holst. Das gilt für uns alle. Es bleiben nur noch die Untersuchungen hier in Chalayan. Sobald diese abgeschlossen sind, können wir besprechen, was wir herausgefunden haben und die nächsten Schritte planen. Also, jetzt kommt Krile dran, oder wie? Naja. Okay. Um das Verhalten des Rates zu verstehen, müssen wir wissen, was die Mitglieder antreibt. Wir sollten jedem Verdacht nachgehen. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Ich hatte es ja bereits erwähnt, aber die Ratsmitglieder direkt zu befragen, hat keine Ergebnisse geliefert. Es ist fast schon so, als hätten sie untereinander eine Absprache getroffen, die keiner bereit ist zu besprechen. Sie sagen alle immer nur das Gleiche. Daher halte ich es für das Beste, wenn wir unsere Recherche auf alle Schriftstücke ausweiten, die wir zum Thema Weltenuntergang finden können. Ich hätte es auch selbst gemacht, aber die Aufgabe ist allein nicht zu bewältigen. So besser, dass ich nun auf erzählen kann. Wir sollten unsere Recherche in Numenon beginnen, der größten Bibliothek Altschalayans. Wenn du dem Pfad von Anax Richtung Westen folgst, kommst du zum Hain der Einkehr. Das Numenon befindet sich ganz in der Nähe. Wir sehen uns dort. Okay. Und auf dahin. Okay, das ist da. Der hat nur zu Fuß hinlaufen. Hast du gut hierher gefunden? Sehr gut. Willkommen am Numenon, dem Stolz Altschalayans und der vielleicht großartigsten Bibliothek überhaupt. Die Bibliothek verfügt nun nur über diesen einen unscheinbaren Eingang. Tatsächlich erstreckt sich das Archiv bis tief unter die Erde. Wie die Waben eines gigantischen Bienenstocks ragen die mit Büchern, Schriftrollen und anderen Schriftstücken gefüllten Räume Etagen in die Tiefe. Das heißt, die Fläche übertrifft sogar jene der großen Guba-Bibliothek. Die Bibliothek steht prinzipiell allen Bürgern Chalayans offen. Allerdings dürfen einige Berichte des Numenons nur von Exegeten oder mit einer Sondergenehmigung genutzt werden. Unsere beiden begleiteten Exegeten überlassen wir diesen Bereich zur Sichtung. Alizé, Alfino und ich schauen uns im öffentlichen Bereich um. Das gilt auch für dich. Als Besucherin stehen dir die vorderen Bibliotheksbereiche offen. Ich empfehle dir, nach Büchern über die Geschichte Chalayans oder den Rat der Philosophen Ausschau zu halten. Das Wissen wird sich sicherlich noch als nützlich erweisen und dir im Zweifelsfall helfen, Chalayans Kultur und Geschichte besser einordnen zu können. Ich mache mich dann auch mal auf die Suche. Wenn ich etwas Interessantes finde, leihe ich es aus und bringe es mit. Später können wir uns an diesem Monopteros da drüben wieder treffen. Oh Gott. Ei. Die Bibliothek hätte ich auch gern. Heide Witzka. Da würde ich mich auch dran wohlfühlen. Das lese ich jetzt aber nicht vor. Geschichte zuliebe, aber nein. Alles lese ich ja nun doch nicht.
Alter. Stockwerk hat das Ding. So kurz vor der 81. Ju, Buch Nummer 2. Nee, das war auch nicht das richtige Buch. Ein paar Kämpfe würden mich ja jetzt auch mal reizen, ne? Menschenmassen rein. Oh, hast du etwas für hast du etwa auf uns gewartet? Nein, nein, ich tue nur so. Ich habe eine Reihe von Büchern ausgeliehen, die mir vielversprechend erscheinen. Afino und Kriele sollten auch jeden Moment zurück sein. Ich habe das Gleiche getan, aber in der Abteilung der Exegeten, die Exegeten vorbehalten, es war kaum etwas zu holen. Gerade ist erstaunlich viel verliehen, da müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Ich schlage vor, wir tauschen erst einmal aus, was wir in Erfahrung gebracht haben und stöbern dabei weiter in den ausgeliehenen Werken. Das war eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen, euch alle zu uns zu Hause einzuladen. Da hätten wir Platz gehabt und könnten bei einer Tasse Tee in Ruhe die Bücher studieren. Mach dir nichts draus, Alice. Ich lese Bücher gerne an der frischen Luft. Das ist eigentlich sehr von Bonnie Boy jetzt machen. Nein. Nein. Mm-mm. Nein. Bonnie Boy mache ich mir garantiert nicht. Einfach nur nein. Kannst du dir ja machen. Sieht bestimmt witzig aus. Oh Gott. Ah. Ich glaube, gleich muss ich einmal ganz kurz auf Energy wechseln. Müdigkeit kickt doch gerade doch ein bisschen. Hol ich mir jetzt schon ein Buch. So. Aber ich kann deinen Missmut darüber verstehen, dass ihr momentan nicht ohne weiteres in euer eigenes Zuhause zurückkehren könnt. Ja, als wir angekommen sind und etwas Zeit hatten, habe ich klammheimlich eine unserer Bediensteten angesprochen, mit der ich mich immer gut verstanden habe. Und habe sie nach der Lage zu Hause gefragt. Offenbar haben sie Anweisung vom Vater bekommen, uns keinen Zutritt zu gewähren, sollten wir zurückkommen. Die sehen das so sweet aus. Für die Leute, die darauf gewartet haben, die sich darauf freuen oder gefreut haben und ne, die das unbedingt haben wollen, freue ich mich sehr für. Ich brauche den Schwarzen. Ich brauche keinen Bunny Boy. Ich, nee. Irgendwie. Nein. Nein. Ist nicht meins. Ist einfach nicht meins. Das tut mir wirklich leid zu hören, Alice. Ich hoffe, dass unsere Untersuchungen irgendwas zutage fördern, das dabei hilft, die Situation mit eurem Vater zu klären. Danke, Raha. Das ist lieb von dir. Es wird schon irgendwie werden. Aber was ist denn mit dir? Hast du keine Familie hier, die du besuchen könntest? Also, ich bin zwar in Shaiyan aufgewachsen,
Aber meine eigentliche Heimat liegt anderswo. Ich bin im Süden von Isabad geboren, in einer Region namens Corvos. Sie liegt gegenüber der Insel Tavernia und meine Familie lebt dort schon seit vielen Generationen. Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen. Ich kann es mir nicht merken. Es ist eine sehr wohlhabende Region, in der von den Lagern einst eine prächtige Provinzstadt errichtet wurde. Die Herrscher entsandten vor allem Mikote als Arbeiter dorthin. Doch das Alagische Kaiserreich zerfiel im gewaltigen Beben der vierten Katastrophe und im Zuge der fünften Katastrophe flohen zahllose Mikote nach Eosea. Meine Familie blieb jedoch zurück, um das zerfallene Erbe der Alager zu schützen. Corvus, ist das nicht auch ein Gebiet unter der Herrschaft des Galäischen Kaiserreichs? Ja, richtig. Das ist allerdings schon seit über 50 Jahren. Genau wie in anderen Provinzen ist die Kultur von Corvus dabei mehr oder weniger unter Galamals Herrschaft erhalten geblieben. Die Galaer bezeichnen die Provinz jedoch als Locus Moenus. Ich war noch ein kleiner Junge, da übernahm die Familie Danus die Herrschaft über die Stadt, in deren Nähe ich lebte. Die Galaer waren offenbar sehr interessiert an der alagischen Kultur. Meine Familie musste entscheiden, was sie nun zu tun gedachten. Es gab schon immer jene Familie, die sich dafür ausgesprochen hatten, die alten Traditionen hinter sich zu lassen. In der Vergangenheit waren es immer die Erstgeborenen, die die blutroten Augen des Kaisers geerbt hatten. Aber es gestaltete sich immer schwieriger, diese weiterzugeben. Am Ende entschied meine Familie, das Wissen und die Traditionen der Alager aufzugeben, bevor die Galaer davon Wind bekommen konnten. Und so wurde ich der Letzte in meiner Familie, der die Kaiseraugen trägt. Ich habe mich später bei Desions Gelehrten angeschlossen und bin so schließlich Bürger Shadayans geworden. Oh, ich wusste das nicht. Entschuldige, meine Frage war unbedacht. Aber nicht doch. Wir haben alle eine Vergangenheit und eine Geschichte. Und sie alle sind mehr oder weniger schmerzvoll. Denken wir an Tancred und wie er Louis War in Lumenza getroffen hat. Alles keine Einzelfälle in Shadayan, würde ich sagen. Wir alle haben die Chance erhalten, hier zu lernen. Wenn man sich anstrengt, kann man es sogar bis zum Exegeten schaffen. Für mich war es ein Segen. Das ist es, was so großartig ist an Shadayan. Und ich hoffe, dass es in Zukunft auch noch viele geben wird, die den gleichen Weg beschreiten. Du hast absolut recht, Ra. Ein Grund mehr herauszufinden, warum der Rat der Philosophen so uneinsichtig ist. Oh Gott. Ich kann echt nicht mehr lesen. Ich werde umgehend die Bücher studieren, die ich ausgeliehen habe. Zumindest bis die anderen auch wieder hier sind. Vielleicht liegt hier irgendwo zwischen den Zeilen die Wahrheit verborgen. Und erneut am Ziot warten. Reicht auch nicht. Da wären wir wieder. Wir haben die Taschen voll mit Büchern. Unter anderem das Standardwerk Geschichte der Katastrophen. Krile hat es sich allerdings bereits angeschaut und eigentlich nur Bekanntes darin gefunden. Dann haben wir beschlossen, die sieben Katastrophen aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Dazu haben wir gezielt nach alten Forschungspapieren und Aufsätzen berühmter Ratsmitglieder gesucht. Apropos Katastrophe, könntest du mir nicht noch einmal ein paar Fragen beantworten, bevor wir weiter im Thema voranschreiten? Oh, muss das sein? Wir wollen doch nur vorankommen. Ich habe im Gegensatz zu allen anderen den Niedergang am Maurots nicht mit eigenen Augen sehen können. Und vielleicht ist uns ja ein Detail entgangen. Danke. Also gut, dann lass mich mal überlegen. Du könntest auch einfach bei der nächsten Indie mit reingehen. Was war die Ursache für die Apokalypse, die den Aschians widerfahren ist? Haben sie einen mächtigen, unkontrollierten Primär schon? Irgendwer furchtbar schlimm ist, so passig.
So ist es. Als die Katastrophe begann, haben sich offenbar alle möglichen Lebewesen auf unvorstellbare Weise gewandt. Grund war wohl die Schöpfungsmagie, die unkontrolliert wütete. Angst und Leid manifestierten sich auf verschiedenste Art und Weise. Sterne regneten vom Himmel, Feuersbrünste brachen aus und überall tauchten schreckliche Bestien auf. Soweit so bekannt. Wenn wir heutzutage noch so etwas wie die Schöpfungsmagie hätten, könnte man in dieser Richtung Nachforschung anstellen, aber wir wissen einfach zu wenig darüber. Ich glaube, Isdola hatte mal erwähnt, dass die primäre Beschwörung, die die Aschenians unter den Stammesvölkern verbreiten, die Schöpfungsmagie noch am nächsten komme. Gab es noch irgendwelche anderen bemerkenswerten Umstände im Zusammenhang mit der Apokalypse? Apokalypse Now. Penny wurde offenbar von der Katastrophe heimgesucht, kurz bevor es größer tötet sein. Nein, ich finde nur, das ist ein Einsatz. Das ist richtig, aber der Planet wurde nicht überall auf einem Schlag heimgesucht. Vielmehr breiteten sich das Phänomen offenbar nach und nach aus. Und vorher so eine Art Kakophonie aus dem Herzen des Planeten ertönt sein, laut Aussage der Bewohner von Amauroth. An dem Zeitpunkt der Katastrophe, dem wir beiwohnen, war sie allerdings schon verhallt. Also ich kann mir nicht zwischen warm und kalt entscheiden. So, jetzt packe ich das Ding aber einmal komplett weg. Ding aber nicht an. Eine schreckliche Kakophonie. Die Beschreibung bringt uns zwar nicht viel weiter, aber dieses Geräusch muss sehr laut gewesen sein. Laut genug, dass es alle vernehmen konnten. Ja, ungefähr. Ich werde später mal das Referenzverzeichnis befragen, ob es nicht ein Werk gibt, das sich mit Geräuschen aus dem Planeteninneren beschäftigt. Eine weitere Frage, wenn du gestattest. Was haben die Aschians getan, um diese Katastrophe abzuwenden? Oh. Ja, was war das denn nochmal? Oh, welcher war das denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Oho. Talamut abstürzen. Ich weiß nicht mehr, welche von beiden das war. Mir letztendlich ist aber gerade super. Ah, okay. Ich hatte sogar recht. Richtig, Elidibus wurde zum Kern Zodiacs und anschließend opferte man zahllose Aschians, um den dunklen Gott zu beschwören. Wir wissen nicht genau, was die Beschwörung des dunklen Gottes die Apokalypse abgewendet hat. Aber seine Macht muss beeindruckend gewesen sein. Er selbst bezeichnete seinen Einfluss als eine neue Ordnung. Das Ende der Welt war also abgewendet und die Aschians begannen damit, weitere Leute ihres eigenen Volkes als Opfer darzubringen und den Planeten wieder zu heilen. Die Natur erblühte langsam wieder auf dem Gestirn. Und doch sollte jene zarte Knospe des Lebens irgendwann ebenfalls zu der geopfert werden. Mit diesem Faustpfad wollten die Aschians all jene ihrer Geschwister, die sich geopfert hatten, wieder ins Leben zurückrufen. Doch die Fraktion rund um Venat vertrat die Ansicht, dass das neu entstandene Leben ein Anrecht habe, die Zukunft des Gestirns mitzubestimmen. Und man entschloss sich, Heidelin zu erschaffen. Ich danke euch beiden für die kurze Auffrischung meines Gedächtnisses. Jetzt, da ich noch einmal alle Zusammenhänge so klar vor mir habe, führt mich mein nächster Gedanke zu dem Teleforoi. Deren erklärtes Ziel ist es schließlich,
den Weltuntergang herbeizuführen. Momentan scheint ihre Strategie zu sein, möglichst viele Geiseln in ihre Türme zu locken, diese zur Beschwörung von Primarien zu zwingen. Wollen sie vielleicht so dafür sorgen, dass die Kräfte der Beschwörung außer Kontrolle gerät, so wie es damals bei der Schöpfungsmagie der Fall war? Ist das ihr Ziel? Oder geht es schlicht darum, so viel Schaden wie möglich in der Welt anzurichten, um man sich einfach dieses bedeutungsträchtige Begriffs bedient, um Panik zu schüren? Ich weiß, das sind alles wieder Spekulationen, aber ohne irgendwelche weiteren Informationen bleibt ja nicht viel anderes. Ich werde mich in die ausgeliehenen Bücher einlesen, bis Istora zurück ist. Vielleicht hat sie ja etwas herausgefunden, das uns weiterführt. Muss ich jetzt auch nochmal auf Istora warten? Also so viel kann ich dann nicht mehr nicht. Weil das ist ja vielleicht relativ zum Echtleben. Weil eigentlich interessant sind, aber irgendwie... Och, machst du einen müde. So bist du zumindest. Entschuldige die Verspätung. Ich habe in der Exegetenabteilung noch ein paar interessante Werke entdeckt. Aber erwartet lieber nicht zu viel. Eines der Bücher heißt Geruns Offenbarung. Ryun Jae hat das mal im Zusammenhang mit der Splitterwelt erwähnt. Wenn man sich vor Aufruhr fürchtete, was das Buch lange in der großen Kuba-Bibliothek versiegelte. Es enthält Hinweise auf die Welt von vor der Zersplitterung und die Apokalypse. Leider ist alles in Form von Prophezeiung geschrieben, daher alles andere als leicht verständlich. Deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass weder Exegeten noch Ratsmitglieder viel über die Materie wissen. Okay, Herrchen ist zu Hause. So, eigentlich ist das gerade perfekt. Warte mal, wir machen hier einmal eine ganz kurze Pause. Dann sage ich einmal ganz kurz...